Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Inazuma Eleven. Wir haben im letzten Part den Weg durch den Geheimpfad genommen. Und ich frage mich bereits, gibt es hier Schatztruhen? Gibt es hier irgendwas Lootbares, was ich haben kann? Naja, das kann ich nicht haben, aber hey. Lass mich durch! Ist da oben irgendwas? Oh ja, hier gibt es was zu looten. Nice. Mineralwasser. Und Elan-Punkte. Zwar nicht viel, aber immerhin besser als nichts. Kann ich da rein? Nö. Warum sollte ich auch? Auf der Seite vielleicht noch was? Nope. Schön, dass man da drunter nicht drunter durchlaufen kann. Inazuma ist da ein bisschen eigen. Oh, ich wollte noch gar nicht zu euch, aber okay. Kommt raus und zeigt euch, wo auch immer ihr seid. Kommt ihr wirklich aus dem Weltraum? Warum versteckt ihr euch? Stellt ihr euch unserer Herausforderung oder nicht? Was sollen wir tun, Captain? Diese Bande hat bereits die Raimund Junior High zerstört. Wir können sie unmöglich schlagen. Unsere einzige Möglichkeit ist, nicht gegen sie anzutreten. Ja, du hast recht. Zum Wohle unserer Schule. Nicht zu spielen ist der einzige Weg. Und? Habt ihr euch entschieden? Ja, das haben wir. Wir weigern uns, gegen euch zu spielen. Schwächlinge. Was macht ihr denn da? Wir zerstören eure Schule. Was? Das hätten die sich auch irgendwie selber denken können. Haben die etwa gedacht, wenn sie Nein sagen, dass sie sagen, oh, ist aber schade. Na gut, dann eben nicht. Tschüss. Eure Weigerung beweist, wie schwach ihr wirklich seid. Eure Feigheit kommt einer Niederlage gleich. Und eine Niederlage wird mit Zerstörung bestraft. Wartet, halt! Ihr könnt doch nicht... Hey! Halt! Du. Ja, ich. Ich bin Mark Evans, Mannschaftskapitän des Fußballclubs der Raimund Junior High. Wir werden statt Umbrella gegen euch spielen. Wie sieht's aus? Ist es das, was ihr wolltet? Mark! Endlich zeigt ihr euch. Was? Der Meister der... Wie nennt ihr euer lächerliches Turnier? Die Football Frontier? Ihr seid also die Inazuma Eleven. Ihr wisst, wer wir sind? Es ist perfekt. Der Rest der Menschen wird umso verängstigter sein, wenn wir euch schlagen. Oh wow, ihr habt es mit einer Bande von 8-Klässern aufgenommen. Meine Güte, ihr habt wirklich Eier. Wir ergeben uns freiwillig. Die verbleibenden Erdlinge werden verzweifeln, wenn sie merken, dass selbst ihre besten Spieler uns nicht aufhalten können. Du Mieser! Ja gut, hört gut zu, jämmerliche Erdbewohner. Mein Name ist Janus und wir sind Gemini Storm. Wir sind hier, um über euer Schicksal zu bestimmen, Erdlinge. Unser Schicksal? Was glaubt ihr, wer ihr seid? Und was für ein falsches Bild habt ihr von Fußball? Fußball ist kein Mittel der Unterdrückung. Es ist ein wunderschönes Spiel, das Menschen zusammenbringt und ihnen Hoffnung gibt. Vielleicht begreift ihr das, wenn wir gegen euch gewinnen. Aber Mark, Axel ist nicht da. Können wir es wirklich mit ihnen aufnehmen? Wofür hast du solche Angst, Warside? Wir sind die amtierende Meister. Der Shadow ist ja auch nicht da und dafür interessiert sich keine Sau. Außer ich. Zeigen wir diesen Monstern, wofür wir trainiert haben. Aber das sind doch Aliens. Glaub an dich, Warside. Du, ich meine wir. Wir können das schaffen. Sharp, du hast recht. Ich bin dabei. Haltet euch bereit, Aeus Akademie. Wir befördern euch gleich zurück ins Weltall. Wo ist mein Stylus? Da ist mein Stylus. Wie stylisch. Ja? Glaubt ihr etwa, ihr könnt Fußball als Mittel der Zerstörung missbrauchen? Das werde ich verhindern. Deine trotzige Haltung ist sehr putzig. Versuche, uns aufzuhalten, wenn du es kannst. Ihr habt unsere Schule dem Erdboden gleich gemacht. Es ist mir egal, von welchem Planeten ihr kommt. Auf dem Fußballplatz sind wir unschlagbar. Genau, wir haben die Football Frontier gewonnen. Vergesst das bloß nicht. Ich glaube, es gibt ein Sprichwort hier auf der Erde. Hochmut kommt vor dem Fall. Glaubt ihr etwa, dass wir euch damit durchkommen lassen? Auf keinen Fall.
Wir nehmen es mit euch auf, Elius, und wir werden gewinnen. Die Schaltfläche S. Berühre die Schaltfläche S, um von überall aufs Tor schießen zu können. Für Fernschüsse eignen sich mit L markierte Spezialtechniken. So, und Inazuma ist ja, was Storytelling geht, ziemlich simpel gestrickt eigentlich. Daran werden wir schon wissen. Ich erkläre es hier gleich nochmal, weil allzu sehr Spoiler ist es auch nicht. Man wird von jedem, also in der Regel wird man von jedem ersten großen Spiel geputzt. Das heißt, wir werden gegen Gemini mit Pauken und Trompeten untergehen. Also deswegen gebe ich mir jetzt auch mal gar nicht so viel Mühe. Wäre ja langweilig, wenn wir schon, wenn wir gleich das erste Tor schießen würden und das dann gleich, ne, und das, und wir das dann gewinnen würden. Das niemals. Und dass wir so weit gekommen sind, liegt nur daran, dass wir, so gut aufgepasst haben. Der hat's einfach gefangen. Nicht schlecht. Was war das denn für ein schwacher Schuss? Auf sie! Seht ihr? Sie sind zu schnell. Auf ihn! Im Doppelpack! Wenigstens muss ich jetzt nicht so tun, als würde ich das Ganze hier ernst nehmen. Oh mein Gott, da ist keiner. Lauf scharf. Oh, hallo Max. Ah, Technikattacke. Oh nein, es ging daneben. Wieso mache ich mir überhaupt die Mühe? Ich kann auch einfach stehen bleiben und nichts machen. Verflixt, hast du das gesehen? Oh mein Gott, sie werden schießen. OMG, ich mach mal lieber die magische Hand, damit das auch gar kein Tor wird. OMG, sie haben ein Tor geschossen. Das hätte ich aber nicht erwartet. Tor! Spürt die Macht von Gemini! Ja, das heißt Gemini, alles klar. Du bist hier der Boss. Wie schlecht kann man denn sein? Guter Schuss, aber den nächsten halte ich sicher. Oh, da. Oder da. Oder da. Oder da. Oh nein, wir werden den Ball verlieren. Das war so klar. Ihre Geschwindigkeit ist phänomenal. Oh mein Gott. Kein Durchkommen. Sie sind zu stark. Was machen wir denn jetzt? Das darf doch nicht wahr sein. Sie sind so schnell. Sogar noch schneller als die Zeus Junior High. Ich will zu meiner Mama. Kann das wirklich wahr sein? Kommen die wirklich aus dem All? Unglaublich. Wir können einfach nicht mithalten. Wie können wir sie nur aufhalten? Gebt nicht auf. Wir haben doch gerade erst angefangen. Haltet einfach durch, bis Axel kommt. Er ist bestimmt schon auf dem Weg. Ja, wenn Axel hier wäre, könnten wir vielleicht... Ja, wo ist er, wenn man ihn braucht? Kommt schon, Leute. Lasst euch nicht hängen. Jetzt schießen wir erstmal ein Tor und dann sehen wir weiter. Beeil dich, Silvia. Wir hatten es noch nie mit so außergewöhnlichen Fähigkeiten... Ich wollte gerade Flugfähigkeiten sagen. Wir hatten es noch nie mit so außergewöhnlichen Fähigkeiten zu tun gehabt. Die Aliens schossen ein Tor nach dem anderen. Schon nach der ersten Halbzeit stand es bereits 10-0 für die Aegis Academy. Wir hatten keine Chance, ein Tor zu schießen. Aber wir haben nicht aufgegeben. Wir wussten, dass er uns daraus boxen würde. Nur Axel konnte jetzt noch ein Tor für uns schießen und das Spiel zu unserem Gunsten wenden. 11 Tore in einer Halbzeit? Oh, da hat der Junge was vor. Also warteten wir auf ihn. Was hätten wir auch sonst tun sollen? Mehr habt ihr nicht zu bieten? Eure Mühe ist vergebens, Menschen. Wir sind die Aegis Academy. Und nichts kann uns aufhalten. Was hast du gesagt? Außerirdisches Pack. Können wir denn nichts tun, um sie zu schlagen? Sie haben so viele Tore geschossen, dass nicht mal Axel uns noch retten kann. Seien wir doch realistisch. Umbrella Junior High ist im Untergang geweiht. Genau wie die Raimon. Reißt euch zusammen, Leute. Die zweite Halbzeit fängt an. Konzentriert euch auf das Spiel. Jetzt ist alles verloren.
Wir haben noch eine Chance, Leute. Bis zum Abpfiff ist noch nichts entschieden. Wir müssen bloß unser erstes Tor schießen. Wenn wir das schaffen, werden wir das Blatt wenden und gewinnen. Marc! Zeit für eine Auswechslung. Axel, du bist hier. Warum hast du so lange gebraucht? Sie sind gut, Axel. Richtig gut. In der ersten Halbzeit haben sie uns praktisch überrollt. Ich weiß. Das ist also die Alias Academy. Ah, das ist also euer Stürmerass, richtig? Jetzt wird's interessant. Hallo Axel, ab ins Team mit dir. Dankeschön. Mein Touchpad ist bereit. Mal wieder. Immer noch. Wir sollten sofort ein Tor schießen. Dann sehen wir weiter. Axel, jetzt du wieder da bist, können wir unsere beste Spezialtechnik anwenden. Den Blitzausbruch. Du hast recht. Den kann niemand aufhalten. Nicht einmal Aliens. Wenn ihr drei eure Kräfte vereint und den Blitzausbruch verwendet, dann können wir gar nicht verlieren. Du sagst es. Wir verlieren nie. Auch nicht gegen Aliens. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir können dieses Spiel gewinnen. Also Leute, passt mir den Ball zu, wenn ich vor dem Tor stehe. Ich werde den Blitzausbruch einleiten. Los Leute, jetzt wenden wir das Blatt zu unseren Gunsten. Das ist also ihr angeblicher Stürmerass, Axel Blaze. Was für eine hervorragende Gelegenheit. Wir werden erfahren, wozu die Mannschaft mit ihm in der Lage ist. Da wir uns jetzt zweifelsohne den Ball holen müssen, stellen wir uns mal ein bisschen vorteilhafter hin. Ah, schön, dass da sogar steht, wer die Tore geschossen hat und wie sie die geschossen haben. Wobei das wirklich ein bisschen knapp ist. Oh, wow. Alles muss man hier selber machen, nicht wahr? Stylus, lass mich jetzt nicht hängen. Auf ihn, in der Doppelkombo. Oder auch nicht. Warum mache ich mir überhaupt die Mühe? Warum mache ich mir die Mühe? Ach, schieß doch, ist doch egal. Dieses Mal werde ich ihn halten. Marc, wende die Himmelshand. Wenn ihr den Ball zu mir passt, kann ich den Blitzausbruch verwenden. Marc verspürt einen Energieschub. Braucht er auch? Marcs DP wurden vollständig aufgefüllt. Huch, was ist hier los? Es sieht so aus, als würde eine Art Energie aufbauen. Ich habe es geschafft. Du hast ihn also gehalten. Tja, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, nicht wahr? Das sagt die Erdlinge doch so, oder? Vielleicht könnte es mit euch doch ganz amüsant werden. Ich glaube, wir haben eine Chance. Ja, wir können es schaffen. Hier, Sharp. Ich habe ein Déjà-vu. Überlass das mir. Der Klang von Marks Stimme gibt Axel und Sharp neue Kraft. Gemeinsam können sie Gemini's Abwehr durchbrechen. Verwende Axel und Sharp, um den Ball in den Torraum zu bringen. Okay. So, er ist drin. Seid ihr bereit, Gemini? Wir zeigen euch jetzt, wie man richtig Fußball spielt. Diese Technik kann gar nicht scheitern. Nehmt dies. Blitzausbruch. Sharp verspürt einen Energieschub. Sharps DP wurden vollständig aufgefüllt. Herzlich willkommen im Tutorial. Also ich hätte ja Axel alleine drauf schießen lassen. Ich meine, das ist ein Holztorwart. Da passiert dann sowas mal. Was für ein mickriger Schuss war das denn? Wie, er hat den Ball noch nicht einmal angesehen. Sogar der Blitzausbruch hat nicht funktioniert. Das nennt ihr eine Spezialtechnik. Mehr bringen die Menschen wohl nicht zustande. Wie wäre es denn, wenn man einfach mit dem Ball über die Linie rennt? Auch das ist eine Möglichkeit. Verflixt! Nein, Menschen können alles erreichen, was sie wollen. Marc! Ihr wisst nicht, wo man aufgeben sollte, nicht wahr? Euer lächerlicher Optimismus bringt euch dem Untergang nur noch näher.
Dass wir uns niemals geschlagen geben, ist auch eine Art Spezialtechnik. Ach ja? Shop hat recht. Wir geben niemals auf. Ganz egal, wie schlimm die Dinge stehen. Wir haben keine Angst vor euch, Aliens. Schwach und stur. Ihr versetzt mich fortwährend in Erstaunen, Erdlinge. Meinst du, wir räumen einfach so das Feld? Vergiss es. Wie gefällt euch das? Orkangrätsche! Oh, was? Unmöglich. Feuerdribbling! Jetzt! Erst so schnell! Jetzt aber rasch, die magische Hand! Wo ist der Ball? Das sind keine Menschen. Kein Mensch kann so Fußball spielen. Die Aegis Academy ließ uns keine Chance. Sogar mit Axel im Team konnten wir nicht ein einziges Tor schießen. Ein Spieler nach dem anderen wurde überwältigt. Wir konnten uns kaum bewegen. Es gab nichts, was wir tun konnten. Wir verloren das Spiel. Da. Nein, das darf nicht sein! Jetzt ist alles vorbei. Und nun, verabschiedet euch von all dem hier. Das lasse ich nicht zu! Geh mir aus dem Weg, du Wurm! Warte! Mark! Nein, ich schaffe es nicht! Tu es! Ah! Nein! Hört auf! Oder wir werden... Was sagt die Erdlinge in solchen Situationen doch gleich? Hunde, die bellen, beißen nicht. Ah, halt! Da fällt mir vor Schreck doch gleich die leere Cola-Flasche um. Nein! Opa, ich habe es nicht geschafft. Ich konnte sie nicht schlagen. Kopf hoch, Mark. So schlimm ist es nicht. Wir wurden nur verletzt, weil wir nicht hart genug trainiert haben. Genau. Lass uns direkt wieder trainieren, Captain. Aua. Hör auf, Tim. Übertreib es nicht. Entschuldige, Captain. Ich bin einfach nur so frustriert. Wenn ich nur stärker wäre, dann hätten wir nicht gegen Gemini Storm verloren. Ich weiß, wie ihr euch alle fühlt. Aber ihr müsst erstmal wieder gesund werden. Captain. Keine Sorge, das war nicht unser letztes Spiel gegen die Aliens. Alles klar? Es tut mir leid. Ich war einfach nicht gut genug. Habt ihr bemerkt, dass Aliens noch nicht einmal Spezialtechniken gegen uns einsetzen musste? Stellt euch nur mal vor, wie schlimm es ausgegangen wäre, wenn sie ihre volle Kraft genutzt hätten. Wenn wir sie geschlagen hätten, hätten wir die Zerstörung der Umbrella Junior High verhindern können. Dann wären wir jetzt nicht in diesem Zustand. Du hast absolut recht. Nelly! Aber es geht ja nicht nur um die Umbrella Junior High. Im Moment ist die Aegis Academy dabei, Schulen im ganzen Land zu zerstören. Denkt ihr, das ist die richtige Zeit, um hier herumzustellen und eure Wunden zu lecken? Ihr müsst da jetzt rausgehen und Aegis stoppen. Deswegen seid ihr hier, oder? Oder habt ihr etwa vergessen, dass ihr die Sieger der Football Frontier seid? Nelly! Du hast recht. Los geht's. Lass uns... Mark! Wilbur anstrengt sich nun. Du bist verletzt, genau wie die anderen. Aber wir müssen weitermachen. Du hast recht. Ihr müsst gehen. Trainer Hillman?
Wir müssen so schnell wie möglich alle zum Fußballplatz der Reimer kommen. Sonny wartet schon. Mein Vater wartet am Fußballplatz? Was hat das denn zu bedeuten? Vielleicht werden wir ein intensives Training für das nächste Match gegen die Alice Academy absolvieren. Kannst du mal für 10 Sekunden an etwas anderes als Fußball denken, Mark? Sollen wir hier Wurzeln schlagen? Lass uns zum Fußballplatz gehen, Mark. Okay, gesagt, getan, dann gehen wir los. Truhe? Aha, Truhe. Lecker Reisbällchen. Folgendes, ich hatte gerne für unser Viererteam ein etwas... Oh, wow, wir sind ja... Wow, wir waren auch schon mal mehr. Naja. Jetzt schon. Oh, hallo Julia. Was tust du, süßen Rollstuhl? Ich dachte schon, du kriegst den großen. Aber da du keine Truhe hast, ist das ziemlich uninteressant für uns. Habt ihr hier eine Truhe versteckt? Gut. Jim, geht's dir gut? Du bist so platt. Oh Mann, ich glaube, die Aliens haben sie platt gewalzt. Das müssen schlimme Techniken gewesen sein. Ein altes Armband. Was bewirkt dieses alte Armband? Ein Kampfgeist. Na gut, bist du. Wobei, ne, plus eins ist jetzt gerade so. Ja, das ist da, aber. Das will ich jetzt nicht so den Unterschied machen. Lass die mich durch. Na gut, wenn deine Schatztruhe ist, dann werde ich sehr sauer. Ich hoffe für euch, da ist keiner. Sollte ich herausfinden, dass da eine war oder ist und ihr sie mir vorenthalten habt, dann werde ich sehr, sehr ungemütlich. Dann walze ich euch platt. Weiß man noch nicht wie, aber hey. Okay, ich dachte schon, das wäre eine Truhe. Aber nope, keine Truhe. Na, da sind wir. Trainer Hillman, Herr Geschäftsführer Raimon, wir... Das wissen wir, Mark. Ihr hattet keine Chance, die Alice Akademie zu schlagen. Ach, das war ein Komma. Ich dachte, das wäre ein Punkt. Entschuldigt. Ihr seid einfach noch nicht so weit. Ich glaube, dass überhaupt kein Team so weit ist. Was sollen wir tun, Vater? Wir könnten uns nicht einfach so geschlagen geben und nach Hause gehen. Und das werdet ihr auch nicht. Es gibt immer noch einen Weg. Es ist unsere einzige Chance. Wir müssen die besten Fußballer finden und ein herausragendes Team aufstellen, welches Elio schlagen und uns alle retten kann. Ein herausragendes Team, das Elio schlagen und alle retten kann? Schiller der Raimon, lasst mich zeigen, woran ich die ganze Zeit gearbeitet habe. Eigentlich wollte ich die Fußballwelt von den dunklen Machenschaften von Ray Dark schützen, aber ich habe mich entschieden, es euch zu geben. Nutzt es auf eure Reise, um das Team zu formen, das uns alle von Elias befreit. Reise? Vater, was meinst du denn damit? Ich präsentiere... Was denkt ihr? Dies ist der neueste Teamzuwachs, der Inazuma-Bus. Der Bus wird euch auf der Suche nach den ultimativen Spielern durch das ganze Land begleiten. Können wir den ins Tor stellen?
So ist es, Mark. Deswegen könnt ihr jetzt auch keine Gedanken an eine Niederlage gegen Aegis verschwenden. Wow, eine Reise, um die ultimative Fußballmannschaft zu formen. Da bin ich dabei. Ein Moment. Sind alle Kinder. Wer wird den Bus fahren? Das ist eine gute Frage. Der einzige Erwachsene im Team ist Trainer Hillman, aber... Das werde ich übernehmen. Herr Veteran? Geht es Ihnen besser? Waren Sie verletzt? Ja, es tut immer noch etwas weh, aber ich bin sicher, dass ich den Bus fahren kann. Super, dann können wir ja los. Lasst uns aufbrechen, Leute. Huch, was ist denn los mit euch? Captain, ich... Ist das hier nicht eine Nummer zu groß für uns, Mark? Die Aegis Academy ist viel besser als die Mannschaften, gegen die wir vorher angetreten sind. Sogar besser als die Royal Academy und die Zeus Junior High. Was ist los mit euch allen? Haben wir uns nicht immer jedem, der gegen uns angetreten ist, gestellt? Sind wir nicht so dahin gekommen, wo wir heute sind? Trainer Hillman, sagen Sie es ihm. Wenn wir zusammen kämpfen, gibt es niemanden, den wir nicht... Mark, ich muss dir etwas sagen. Ich fürchte, ich kann nicht mit euch mitkommen. Ihr werdet allein auf diese Reise gehen. Was? Aegis ist noch für uns immer noch ein Rätsel. Wir wissen fast noch nichts über sie. Einfach blind in die Schlacht zu ziehen, wäre dumm. Trainer Hillman wird unter meinem Kommando Aegis untersuchen und so viel wie möglich über sie herausfinden. Das ist wichtiger. Ich glaub's einfach nicht. Unser schrecklichster Gegner. Und wir haben noch nicht mal unseren Trainer bei uns. Aber wenn Trainer Hillman nicht dabei ist, wer wird uns dann während der Spiele Anweisungen geben? Er hat recht. Er kann ein gutes Team zusammenstellen. Aber ohne Trainer? Jämmerlich. Was seid ihr? Kleine Babys, die man bei allem an der Hand nehmen muss? Was ist das? Herr Geschäftsführer, ist das wirklich Japans stärkstes Team? Was? Hm? Wer ist sie? Weißt du etwas? Nein! Wer sind sie? Ab heute bin ich eure neue Trainerin. Ich heiße Lina Schiller. Aber Vater! Sie wird so... Sie ist so toll! Sie werden unsere Interminis-Trainerin? Meine Gottel, Jude, was kennst du für Wörter? Was zum Geier? Ja, wirklich, was zum Geier? Herr Geschäftsführer, können wir diesen Kindern wirklich die Zukunft unseres Planeten überlassen? Weißt du was? Trommel die Nationalmannschaft zusammen und mach das mit denen. Ich meine, sie haben bereits gegen Aegis verloren. Warum glauben Sie, dass Sie das nächste Mal besser machen? Müssen Sie so unhöflich sein? Wir werden gewinnen. Sie zu verlieren hat uns noch mehr motiviert. Wie beruhigend. Aber einige Spieler von euch sind verletzt, oder? Ja, einige unserer Spieler sind noch im Krankenhaus. Dann sehe ich keinen Grund, warum ihr jetzt schon in den Bus steigen solltet. Ich denke, eure erste Aufgabe ist es, genug Spieler für ein vollständiges Team zu finden. Mal überlegen, 11 Spieler in einem Team, 18 Tier. Das bedeutet, wir brauchen 1, 2, 3 Spieler. Ich denke, wir müssen neue Spieler anwerben. Ich meine, oh, Entschuldigung, falsche Synchronstimme, habe ich voll nicht aufgepasst. Schau dir unsere Schule doch mal an. Wo sollen wir 3 Fußballspieler finden? Oh, schauen Sie mich doch nicht so an. Habe ich was Falsches gesagt? Ihr seid nutzlos. Jetzt muss ich euch sagen, wo ihr hin müsst und nun das. Muss man euch bei allem an die Hand nehmen? Mädel, das sind 8-Klässler. Sie waren das also. Sie haben mich angerufen, um mir zu sagen, wie man auf das Umbrella-Schulgelände kommt.
Ich nehme an, Sie waren das auch, die mein Vater angerufen hat, um ihn über das nächste Ziel der Aegis Akademie zu informieren? Korrekt. Und nun informiere ich euch über Folgendes. Ihr müsst zurück zur Umbrella Junior High. Zurück zur Umbrella Junior High? Das Schulgelände ist zerstört, aber keiner der Schüler wurde während des Angriffs verletzt. Wenn ihr also nach gesunden Spielern sucht, die einen Groll gegen Aegis hegen, dann ist das genau der richtige Ort. Sie haben recht, die Schüler dort sind sicher ganz wild darauf, es den Aliens heimzuzahlen. Außerdem sollten Bobby Shearer und Eric Eagle bald von der Kirkwood zurück sein. Machen die da Urlaub? Geht zum Bahnhof, vielleicht trefft ihr sie dort und ihr könnt sie ins Team holen. Wir können sie auch einfach anrufen. Sie wussten von Bobby und Eric? Die haben bei uns mitgespielt. Wenn sie die Spiele gesehen hat, weiß sie das. Selbstverständlich. Wenn ich eine Mannschaft trainiere, dann weiß ich auch alles über sie. Donnerwetter! Also gut, macht euch am besten gleich auf den Weg. Aegis plant vielleicht schon den nächsten Schritt. Wir müssen bereit sein, wenn sie kommen. Können wir die hier lassen? Ich gehe auch gern zu Fuß durch Japan. Dagegen lässt sich wohl nichts einwenden. Herrische Schnäpfe. Was glaubt ihr eigentlich, wer sie ist? Hör zu, Mark. Geht ihr erstmal vor. Ich muss Julia nochmal sehen, bevor ich irgendwo hingehe. Das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich sie in nächster Zeit sehen kann. Ja, es ist sehr schade, dass du ausgerechnet jetzt gehen musst, wo sie aufgewacht ist. Oh, ich bin sicher, sie wird es verstehen. Ich stoße später zu euch. Alles klar, wir sehen uns später. In Ordnung, Captain. Lass uns mit Bobby und Eric sprechen und dann in der Umbrella Junior High nach neuen Spielern suchen. Sobald unser neues Team vollständig ist, fahren wir los. Langsam sehe ich wieder ein Licht am Ende des Tunnels. Los geht's! Ja! Yippie! Was für eine Frau ist Trainerin Lina, Vater? Ich will alles über sie wissen, wenn sie das Team übernehmen wird. Ehrlich gesagt weiß ich selbst nicht sehr viel über sie. Sie spricht nicht viel über sich. Du weißt nicht viel über sie? Aber du bist doch der Vorsitzende des Junior High School Fußballverbands. Kann Werner Unbekannten unser Team anvertrauen? Sie macht das schon. Du musst dir ihretwegen keine Sorgen machen. Erst beim Raum sagen, oh Vorsicht, wir müssen euch durchsuchen, ihr könntet Wanzen haben. Und hier sagen, oh, ich könnte sie nicht, aber das wird schon. Ich kann die Story hier irgendwie nicht mehr ernst nehmen. Aber... Ich mache mir eher Sorgen um dich, Nelly. Du versuchst immer, alles allein zu regeln. Wenn du so weitermachst, dann schadest du dir noch. Du musst lernen, loszulassen, wenn es zu viel wird. Wie wäre es, wenn deine Freunde sich zur Abwechslung mal um dich kümmern? Das geht nicht. Mich um die anderen zu kümmern, ist Teil meiner Arbeit. Wer weiß, was Mark und die anderen alles anstellen würden, wenn man sie sich selbst überließe. Mark, ihr beiden werdet auf dieser Reise eine Menge Zeit miteinander verbringen. Als Vater habe ich, was das anbetrifft, eher gemischte Gefühle, muss ich dir sagen. Vater, was willst du damit sagen? Ich mache nur Spaß, Nelly. Pass einfach auf dich auf, in Ordnung? Ich mache mir immer Sorgen um dich. Ich kann nichts dagegen tun. Ich weiß. Vielen Dank, Vater. Bahnhof wurde zur Karte hinzugefügt. So, und da werden wir auch hingehen im nächsten Part. Aber jetzt ist erstmal Schluss für heute. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dann, sag ich wie immer.